Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Das Thema von heute ist, wie betet man in der Schule? Es gibt leider so viele Jugendliche, die in der Schule beten müssen, weil sie ansonsten die Gebetszeit verpassen würden, aber trotzdem nicht in der Schule beten. Erstmal, das ist kein Aufruf zur Rebellion in der Schule. Ja, also das heißt nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, ihr müsst jetzt da ein riesengroßes Gruppengebet machen, wo ihr den ganzen Schulhof versperrt oder was auch immer, weil da könnte es natürlich Probleme geben. Aber keiner kann einem verbieten, den Freiraum, den persönlichen Freiraum, den man hat, von einem Quadratmeter, dass man den nutzt, wie man will und bestimmte Bewegungen macht. Du kannst auch theoretisch in der Pause Liegestütze machen. Das kann dir keiner verbieten. Und genauso kannst du bestimmte Bewegungen machen, wie Sujud, Ruku, also Verbeugung, Niederwerfung etc. Das erstmal. Ich hatte eine Umfrage gemacht und mir ist das oft zu Ohren gekommen. Prinzipiell gibt es zwei große Probleme, warum nicht gebetet wird. Erstens, dass man sich der Gefährlichkeit oder der Schwere dieser Sünde nicht bewusst ist, nicht in der Zeit zu beten. Und nicht in der Zeit, da rede ich, um das nochmal zu betonen, vom Zeitraum. Wenn ihr zum Beispiel das Mittagsgebet habt und das Mittagsgebet fängt zum Beispiel um 12.30 Uhr an, das heißt nicht, du musst um 12.30 Uhr beten, sondern du musst beten, bis das Asr-Gebet gekommen ist. Bis dorthin musst du es verrichtet haben. Du hast also einen Zeitraum. Selbst wenn du nur einen Rakat vor dem Beginn des Asr-Gebets, des Nachmittagsgebets verrichtet hast, hast du das Dhuhr-Gebet, das Mittagsgebet geschafft. Okay? Und hier ist meistens das Problem in der Schule, nämlich mit dem Mittagsgebet. Denn gerade in der Winterzeit ist es oft so, dass es sehr schnell vorbei ist. Und man eventuell länger Schule hat. Da müsst ihr aber bei euch auf den Gebetsplan gucken. Das kann ich nicht für euch machen. So, das erste ist die Schwerwiegenheit der Sünde. Man ist sich dessen nicht bewusst. Das zweite ist bestimmte Regeln, die mit dem Gebet zu tun haben. Man denkt, das Gebet ist so kompliziert und man darf dies nicht und das nicht, was alles mit der Realität nichts zu tun hat. Ja? Zum Beispiel denken dann Mädchen, sie dürfen beim Gebet nicht gesehen werden. Wo steht das? Geh mal nach Mekka, Masjid al-Haram, da sind überall Frauen am Beten. Natürlich dürfen die Frauen im Gebet gesehen werden. Es steht in keinem Fiqh-Buch, dass die Frau nicht gesehen werden darf. Ja? Aber gehen wir erstmal auf die Schwerwiegenheit der Sünde ein, damit man das wirklich erstmal verinnerlicht hat, weil viele denken, ach ja, das ist so wie, ist gar nicht so schlimm. Ja, so. Ich habe hier das Buch von Imam al-Dhahabi, Kitabul Kabair, das Buch der großen Sünden. Inhaltsverzeichnis, da zählt er große Sünden auf. Hier. Nummer 1, Shirku Billah, der große Shirk, dass man Allah jemand beigesellt. Nummer 2, einen Menschen töten. Nummer 3, Sihr, schwarze Magie. Nummer 4, das Gebet nicht verrichten. An Nummer 4. Und ich zeige euch jetzt mal, was Imam Dhahabi dazu sagt. Er bringt hier einige Beweise, warum das so schwer ist, schwerwiegend ist. Zum Beispiel Sure 74, Vers 42 und 43. Sie werden gefragt, was hat euch in die Hölle, und ihr könnt das gerne nachschauen, was hat euch in die Hölle gebracht? Und sie werden sagen, die erste Antwort von denen, die in der Hölle sind, die gefragt werden am jüngsten Tag, was hat euch in die Hölle gebracht, ist, wir gehören nicht zu den Betenden. Nächster Beweis, Al-Ahdu ladhi baynana wa baynahum as-salah, faman taraka fa kafar. Rawahu Tirmidhi wa Nasa'i wa Ahmad wa Ibn Majah wa Al-Hakim. Die Abmachung zwischen uns und ihnen, die Ungläubigen, ist das Gebet. Das ist der Unterschied. Wer es verlässt, verlässt den Glauben. Das heißt, es ist schlimmer, als den Eltern ungehorsam zu sein. Es ist schlimmer, als zu stehlen. Es ist schlimmer, als nicht zu fasten. Es ist schlimmer, als Zina. Es ist schlimmer, als Alkohol trinken. Das Gebet absichtlich zu verschieben, nicht in der Zeit zu beten, wo es gebetet werden muss,
wir reden nicht von manchen Gebeten, die man zusammensetzen kann, wie auf der Reise, ist schlimmer als diese Sünden. Imam Wahhabi zählt es an dieser Stelle auf. Damit wir die Diskussion vorbei haben. Das ist Imam Wahhabi, einer der größten Gelehrten des Islam. So, jetzt geht es um Regeln. Regeln. Nochmal neu. Frauen sagen, ich kann nicht beten, weil ich muss ja, ich darf ja nicht gesehen werden. Wo steht das? Zweitens, Frauen haben keinen Hijab an in der Schule und deswegen beten sie nicht. Ganz einfach, ganz einfach. Nimm dir ein, okay, ich sage nicht, du darfst ruhig ohne Hijab rumlaufen, das ist ein anderes Thema. Aber kein Hijab zu tragen ist viel weniger schwerwiegend als nicht zu beten. Das Gebet ist tausendmal wichtiger als der Hijab. Das Gebet ist viel, viel, oder was heißt tausendmal, ihr wisst, wie ich es meine, viel, viel wichtiger als der Hijab. Dann nehmt euch eine kleine Tüte mit, macht euch ein Gewand rein, sowas kann man blitzschnell irgendwo kaufen und zieht das schnell über euch drüber und betet. Ja, aber dann ist das Gewand verknüttelt und ich stehe ja vor Allah. Besser, du stehst mit einem geknüttelten Gewand vor Allah, als dass du gar nicht betest. Denn wir haben eben gesehen, wo das Gebet steht. Zweitens, wir haben keinen Ort zum Beten. Wir haben keinen Gebetsraum. Was für ein Gebetsraum? Du brauchst keinen Gebetsraum. Du kannst auf der Wiese beten, du kannst unter der Treppe beten, du kannst irgendwo im Gang beten, du kannst, was weiß ich wo beten, du kannst auf dem Schulhof beten, du brauchst einen Quadratmeter. Du stellst dich irgendwo in die Ecke. Ja, aber da kann ich mich nicht konzentrieren. Die Sahaba haben im Krieg gebetet, wenn die Pfeile geflogen sind. Es gibt Überlieferungen Bukhari, da ist sogar einer vom Pfeil getroffen worden im Gebet. Im Koran gibt es Salatul Khauf, wie man beten soll, wenn der Feind vor einem steht. Da sagst du, ich habe keine Konzentration auf dem Schulhof, muss geübt werden, geh irgendwo auf eine Wiese. Ja, könnte unrein sein. Regel. Solange die Unreinheit nicht klar zu sehen ist, nicht klar zu riechen ist, nicht klar zu schmecken ist, das heißt nicht, du sollst den Boden ablecken, ist da keine Unreinheit. Erde ist keine Unreinheit. Staub ist keine Unreinheit. Unrein ist Urin, Kot, Blut, das sind Unreinheiten. Ja? Aber nicht, oh, da ist, oh, guck mal, ich habe Matsch hier am Dings. Ich habe hier ein Kaugummi, ist mir hier reingekommen. Das ist keine Unreinheit im islamischen Sinne. Okay? So, dann, nächste Sache ist Istinjer. Jemand hat mir geschrieben, die Toiletten sind so klein und er muss sich ja waschen untenrum, wenn er auf Toilette war. Erstmal, man muss sich nicht unbedingt waschen, wenn man auf Toilette war. Man muss sich reinigen. Okay? Man muss sich nicht unbedingt waschen, man muss sich reinigen. Das Beste ist, man reinigt sich mit Wasser und einem Stoff, wie zum Beispiel Papier, Holz etc. Das Zweitbeste ist nur mit Wasser, das Drittbeste nur mit Papier. Außer, wenn der Urin oder der Kot von der Stelle, wo er normalerweise austritt, weggeht an eine Stelle, wo er normal nicht hingehört. Zum Beispiel, man ist auf Toilette und ein Tropfen Urin tropft auf den Schaft des Gliedes und bleibt nicht an diesem Loch hängen. In diesem Moment muss man es mit Wasser entfernen in der hanbalitischen Rechtsschule. In der hanafitischen Rechtsschule muss man die Najasa entfernen mit irgendeiner Substanz, die sie entfernt. Was ist da heutzutage die perfekte Lösung? Feuchttücher. Du kannst dich mit dem wenn du keinen Platz hast und kein Wasser auf der Toilette hast, und du kannst dir auch eine Flasche Wasser mitnehmen, weil wie gesagt, das hat heute jemand erzählt, mir ist es in 16 Jahren, ach Quatsch, ich bin ja sogar schon länger Muslim, 18 Jahre in Islam, ist es mir noch nicht einmal passiert, dass die Toilette so eng war, dass ich mich dort nicht reinigen konnte. Und ich war schon in Somalia, in Saudi-Arabien, in Marokko. Aber okay, hier, man muss sich organisieren für Allah. Nimm Feuchttücher mit auf die Toilette, leg die auf die Toilette drauf, nimmst sie eins drauf, machst dich damit sauber. Und dann war's das. Und dann schmeißt du bitte in die Mülltonne danach, nicht auf den Boden. So. Dann, wie gesagt, einige Leute kennen sich mit der Zeit nicht aus. Sie denken,
Wenn sie nicht direkt in der ersten Minute anfangen zu beten, ist das Gebet ungültig. Du hast eine Zeitspanne, habe ich eben schon gesagt. Ort für Wudu. Ja, es wird zum Beispiel gesagt, ja, ich kann doch da meine Füße nicht reintun. Dann wasch dir morgens die Füße und zieh dir dicke Socken an, Hambaritsche Rechtsschule erlaubt, die über die Knöchel gehen, die nicht durchsichtig gehen, in der keine Löcher drin sind. Manche Gelehrte sagen sogar, Löcher können auch drin sein. Und dann machst du Mess darüber, ja, wenn du die Füße nicht reinstellen kannst. Oder du nimmst dir eine Flasche Wasser mit. Mess geht so hier. Am besten mit beiden Händen über beide Füße gleichzeitig. Nimmst dir Wasser und machst so hier über die Füße. Aber nur, wenn die gewaschen waren, nicht länger als 24 Stunden. Das heißt, ab 24 Stunden, wo man das erste Mal Mess gemacht hat, muss man die Füße auf jeden Fall wieder waschen. Ja? So, dann Frau bei Wudu. Ja, die Frauen sagen zum Beispiel, da habe ich keinen Platz, wo ich Wudu machen kann. Was könnt ihr machen? Ihr könnt in die Toilette gehen. Wenn es nicht geht, geht es nicht. In der Toilette, ihr nehmt euch eine Flasche Wasser mit und macht dort Wudu. Und außerdem, was den Kopf angeht, so gibt es verschiedene Meinungen dazu. Ja? Weil, wie gesagt, man möchte seine Aura auch nicht zeigen. Ihr könnt jemanden nehmen, der sich vor euch stellt, zum Beispiel ein anderes Mädchen. Und dann macht ihr das so, dass euch keiner sehen kann. Das machen auch Frauen im Haram so. Stellt mal vor, ein Meschel Haram in Mekka, Leute verlieren ihr Wudu. Sollen die Frauen jetzt rausgehen? Die brauchen eine Stunde, um wieder dran zu sein mit ihrer Gruppe. Die stellen sich dann dorthin. Jemand stellt sich vor die machen schnell hoch. Hier, zack, zack, zack. Machen ihre Arme, ihre Füße. Und wenn sie über die Haare machen, dann machen sie halt so. Sie machen das so ein bisschen so hier. Und gehen mit dem Wasser drunter. Ja? Und es gibt auch die Meinung, dass man über den Hijab was machen kann. Wie gesagt, das geht alles. Nur man muss diese Regeln kennen. Mir ist sonst nichts mehr eingefallen. Wenn euch noch was einfällt, wenn ihr noch ein Problem habt, sagt mir Bescheid. Fangt an zu beten, aber nicht provozierend, ja? Sondern sucht euch eine Stelle, wo ihr Ruhe habt, einigermaßen Ruhe, und versucht dort zu beten. Und wenn es irgendwo an einem Baum ist, ja, aber ich weiß nicht, ob es sauber ist, dann nimm dir einen Teppich mit. Kleiner Teppich, eingepackt, zack, zack. Dann bist du sicher, du betest nicht, auf, wenn da drunter, selbst wenn da drunter ein Hund uriniert hat, kein Problem. Aber wie ich eben schon gesagt habe, unrein ist eine Stelle erst, wenn es klar und deutlich sichtbar, riechbar oder schmeckbar ist. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.